Im Landesleistungszentrum am Wannsee veranstaltete der Berliner Fußballverband die alljährliche Meisterehrung. Eine Auszeichnung für die Besten des Berliner Fußballs in der Saison 2017-2018. Na gut, das ist, denke ich, eine Chance, Anerkennung zum Ausdruck zu bringen für die, die erfolgreich waren, die Meister geworden sind. Insbesondere auch, was mir besonders gefällt, Einzelsportler zu ehren, die letztendlich dann auch über ein Publikumsvotum gewählt worden sind, zum Spieler des Jahres, zum Trainer des Jahres. Das sind schöne Auszeichnungen, wo gerade auch mal der Amateur, neben Skripsi als Profi, den nehmen wir mal mit rein ins Programm, aber im Wesentlichen geht es darum, die Amateure halt in den Vordergrund zu stellen. Und das gelingt, glaube ich, mit dieser Veranstaltung, wenn es dann so einen schönen Rahmen hat wie heute Abend, glaube ich, ganz gut. Wie in den vergangenen Jahren trafen sich auch bei der diesjährigen Feier Ehrengäste aus Sport, Politik und Wirtschaft, um die zurückliegende Spielzeit zu würdigen. Auf der Bühne die Berliner Meister, von der Jugend über die Ü40 bis zu den Betriebssportmannschaften. Besonders erfolgreich Blau-Weiß 90 als Meister der Frauenverbandsliga, der 11 Team Sports Berlin Liga und mit Marco Gebhardt, der als bester Trainer der Saison ausgezeichnet wurde. Für mich ist das eine große Ehre, weil es eine Nominierung ist und eine Wahl. Man kann ja was planen, man kann eine Mannschaft planen, man kann ein Training planen, man kann einen Matchplan machen zum Spiel. Aber natürlich kann man nicht planen, dass man am Ende der Saison Trainer des Jahres wird. Auf keinen Fall. Nach den erfolgreichsten Teams standen die besten Einzelkönner Berlins im Mittelpunkt. Ein Highlight des Abends, die Ehrung des Amateurfußballers und der Amateurfußballerin des Jahres. Das zeigt ja auch, dass man nicht so schlecht sein kann, und es war ja auch eine starke Konkurrenz dabei, das muss man ja auch mal sagen. Und ja, umso glücklicher bin ich natürlich, dass andere der Meinung sind, dass ich ein bisschen kicken kann. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte nur mit der Mannschaft gut abschneiden die Saison, und dass er jetzt so weit gekommen ist, ist natürlich cool. Zu wissen, dass so viele hinter einem stehen. Ja, ich dachte auch, dass Fußball jetzt bei den Frauen nicht so angesehen ist, aber scheint ja ein bisschen anders zu sein. Letztendlich bin ich auf mich stolz und natürlich auch auf meine Mannschaft auch, weil durch die habe ich natürlich meine 32 Tore geschossen. Klar hätte ich sie mir ja geschenkt, aber ja, letztendlich habe ich verdient, mir die Krone geholt. Auch Berlins beste Schiedsrichter sowie die fairsten Teams der Saison wurden ausgezeichnet. Hat man als Mannschaft diesen Fairplay-Preis eigentlich im Blick? Gar nicht. Wirklich gar nicht. Also ich habe wirklich, wo ich das, die Einladung bekommen habe, habe ich so gedacht, okay, wow. Dann guckt man natürlich, da habe ich dann zum ersten Mal geguckt, ich sage, Mensch, das kann ja gar nicht sein. Hast du ja irgendwie gar nichts notiert, dass jemand mal gefehlt hat oder dass bei jemand gucken musstest, oh, der hat jetzt schon die zweite oder dritte gelbe Karte. Wir sind schon eine Mannschaft, die relativ wenig Foul spielt, auch vor allen Dingen wenig taktische Foul spielt. Aber wir holen unsere Punkte, das ist wichtig. Und wenn doch die ein oder andere härtere Foul dazukommt und wir dann eine Karte holen, dann müssen wir uns halt mitnehmen. Nach dem offiziellen Teil der Meisterehrung 2018 stand das Miteinander im Vordergrund. Bei gemütlicher Atmosphäre, buntem Rahmenprogramm inklusive Torwandschießen und einem ausgewogenen Buffet ließen alle Titelträger und Anwesenden den Abend ausklingen. Das ist auch eine schöne Aufgabe für einen Verband, halt seine Meister zu ehren und am letzten Spieltag über die Plätze zu rennen und über einen Pokal zu überreichen. Das ist etwas, ja, A, logistisch schwierig, und B, finde ich es immer noch schöner, halt einfach mal zusammenzukommen, dass die Leute auch miteinander ins Gespräch kommen können. Das ist, glaube ich, hier eine gute Gelegenheit. Sehr schön, sehr schönes Event, und der Abend bis jetzt, klasse.